Das ist mein Urgroßvater Eduard Lappe. 1878 meldete er in Dresden ein Gewerbe an und zog von Breslau nach Dresden. Kaum 5 Minuten zu Fuß von seinem Geschäft entfernt befand sich die Synagoge, die weniger als 40 Jahre vor seiner Ankunft in Dresden errichtet worden war. Auf der Freifläche zwischen neuer Synagoge und Gemeindehaus ist noch die Markierung des Grundrisses der alten Synagoge zu erkennen. Diese Steine sind letzte Zeugnisse des Fundaments der alten Synagoge. Mein Großvater Martin Lappe erlebte 1938 die Zerstörung der Synagogen in Deutschland. Wie alle Juden musste auch er für deren Abriss bezahlen. Die alte Synagoge ist heute unter dem Namen Semper-Synagoge bekannt. Damit wird an ihren berühmten Architekten und Baumeister, an Gottfried Semper, erinnert. Den Bau der neuen Synagoge begleitete ich vom Entwurf bis zur Weihe. Häufig wurde über die Architektur der Semper-Synagoge gesprochen, nicht aber über deren Auftraggeber. Dass für die Auftraggeber die Bedeutung abseits der Architektur lag, erschließt sich nur über die Geschichte der Juden in Sachsen bzw. Dresden. Meißen liegt etwa 25 Kilometer die Elbe abwärts von Dresden entfernt. Im Mittelalter gehörte Dresden zur Markgrafschaft Meißen. In der Markgrafschaft Meißen entstanden bis 1350 zahlreiche Ansiedlungen von Juden. Juden durften ihren Tätigkeiten ohne Diskriminierungen nachgehen. In Meißen arbeiteten sie vorzugsweise als Händler oder Geldverleiher. Die jüdischen Gemeinden verwalteten sich selbst und hatten eine eigene Gerichtsbarkeit. Zu einer Gemeinde gehörte meist auch ein Friedhof und eine Synagoge, so auch in Meißen. Die Juden standen unter dem Schutz der Markgrafen. Dafür erhoben die Markgrafen von den Juden Abgaben. Als Zeichen für den Judenschutz versah die Stadt Meißen ihr Stadtwappen mit einem Judenkopf. Etwa 2 Jahrhunderte lebten Juden und Christen meist friedlich miteinander. Später führten religiös begründete Vorwürfe, Verschwörungstheorien und Ausweisung dazu, dass sich ab etwa 1540 keine Juden im heutigen Sachsen aufhielten. In Meißen erinnert nichts an die jüdischen Bewohner und ihre Synagoge. Die Grabsteine vom jüdischen Friedhof wurden als Baumaterial genutzt. Der Friedhof ist heute ein ehemaliger Sportplatz, benannt nach dem Turmvater Jan, einem Antisemiten. Hier in Leipzig, in der heutigen Mädlerpassage, befand sich einst Auerbachs Hof mit fast 100 Gewölben, in denen Waren der Leipziger Messen angeboten wurden. Weil Juden besonders als Fernhändler und Finanzfachleute unverzichtbar waren, durften auch sie die Leipziger Messen besuchen. Ab etwa 1650, also 100 Jahre nach den Vertreibungen, kamen jährlich mehrere hundert Juden. Ihr Aufenthalt wurde jedoch streng reglementiert. Ab Anfang des 18. Jahrhunderts wirkten einzelne Juden als Finanzbeschaffer an den Höfen von Herrscherhäusern. Sie durften sich in Städten aufhalten, als der Zuzug gewöhnlicher Juden nach Sachsen noch untersagt war. Der Status dieser Hofjuden war sehr unsicher. Der Herrscher konnte sie jederzeit ausweisen. Den Hofjuden folgten deren Familien und Bedienstete. Damit begann etwa ab 1700 die Wiederansiedlung von Juden in Sachsen. Die Juden hielten ihre Gottesdienste und religiösen Feste in Privaträumen ab. Weder in Leipzig noch in Dresden gab es eine Synagoge oder einen jüdischen Friedhof.
Die in Dresden Verstorbenen wurden über das Erzgebirge hinweg transportiert und auf einem Friedhof in der Nähe von Teplitze in Böhmen begraben. In diesem Schloss regierten die Kurfürsten, ab 1806 die Könige von Sachsen. Hier wurden etliche Gesetze verabschiedet, in denen die Diskriminierung der Juden festgeschrieben waren. Juden durften sich, bis auf Ausnahmen, nicht legal in Sachsen aufhalten. Juden mussten an Zollgrenzen den entwürdigenden Leibzoll entrichten. Sie hatten keine freie Berufswahl. Der diskriminierende Judeneid war vorgeschrieben. Juden durften keine Immobilien besitzen, keine Synagogen bauen. Hinzu kamen viele weitere, nur für Juden geltende Einschränkungen. Dagegen wehrten sich die Juden mit Bittschriften und Forderungskatalogen, jedoch lange Zeit erfolglos. Endlich, 1751 konnte, wenn auch außerhalb der damaligen Stadtgrenze, ein Friedhof eingerichtet werden. Er ist der älteste jüdische Friedhof in Sachsen und kann noch heute besichtigt werden. Es erwies sich als besonderer Glücksumstand, dass seit 1835 Dr. Frankl als Oberrabbiner in Dresden fungierte. Er formulierte die Forderung nach Bau einer Synagoge besonders eindrücklich, indem er sich auf die Geschichte der Juden in Sachsen bezog. Es sind nun bald anderthalb Jahrhunderte, dass den Juden, nachdem man sie in den finsteren Zeiten des Mittelalters hier zu Tausenden hingewürgt, der Eintritt in Sachsen wieder erlaubt wurde, und noch haben sie kein Gotteshaus, noch keine öffentliche Anerkennung. Noch verrichten sie im Verborgenen, in meist unzugänglichen Stuben, ihren Gottesdienst. Schließlich trat 1837 das Gesetz über die Religionsausübung der Juden in Sachsen in Kraft. Es gestattete ihnen die Bildung von jüdischen Gemeinden, die Errichtung von Synagogen und den Erwerb der dazu erforderlichen Grundstücke, aber nur in Dresden und Leipzig. 1838 beauftragte die Gemeinde Gottfried Semper mit dem Entwurf und dem Bau der Dresdner Synagoge. Es ist interessant, dass der wohl ausführlichste zeitgenössische Bericht über den Synagogenbau deren Architektur und den Baumeister kaum würdigt. Offenkundig verdrängten die Schwierigkeiten zur Finanzierung und die symbolische Bedeutung auf dem Weg zur Gleichberechtigung andere Betrachtungen. Gottfried Semper wirkte seit 1834 in Dresden als Professor für Architektur. Durch seine späteren Arbeiten, darunter die Dresdner Oper und Bauten in Wien und Zürich, wurde er einer der bedeutendsten europäischen Architekten seiner Zeit. Semper versuchte, seine Entwürfe anhand der jeweils charakteristischen Form aus der Entwicklungsgeschichte der jeweiligen Baugattung zu entwickeln. Weil es für Synagogen keine charakteristische Form gab, griff Semper auf die allgemeinere Baugattung des Gotteshauses zurück. Deshalb erinnert die Außenansicht der Semper-Synagoge an eine Kirche, jedoch ohne Kreuze, dafür mit Davidsternen. Durch die Anlehnung an den christlichen Kirchenbau kam Semper dem Bestreben der Juden nach Assimilation entgegen. Wir Juden stehen in der Tradition der deutschen Gesellschaft und gehören zu ihr. Ganz anders die Gestaltung des Innenraums, der auf orientalische Elemente Bezug nahm. Während die Außenansicht die Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft betonte,
standen die orientalischen Elemente im Inneren für eine eigene jüdische Identität. Unsere Vorfahren kommen aus dem Orient und wir erinnern uns an das für uns Juden goldene Zeitalter von 711 bis 1492 im muslimisch beherrschten Spanien. Im Gegensatz zum Leben unter Christen, wo wir unser Aufenthaltsrecht erkaufen mussten, war das Aufenthaltsrecht unter der Herrschaft der Muslime gesetzlich garantiert. Dass dabei die Vergangenheit verklärt wurde, steht auf einem anderen Blatt. Die Semper-Synagoge war der größte jüdische Kultbau in Deutschland um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Er beeinflusste die Entwürfe weiterer Synagogen in Deutschland. Noch immer waren die Juden in Sachsen verschiedenen Sonderregelungen unterworfen. Dennoch, die Synagoge war ein für alle sichtbarer Meilenstein auf dem langen Weg zur Gleichberechtigung. Entsprechend triumphal war die Weihe am 8. Mai 1840. Wer